Hallo und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Hier beim Sumpf, bei den beiden Echsenmenschen, in die Höhle hinein. Wobei, ich dachte immer, das wäre eine Höhle, aber eigentlich, wie ihr seht, ist das nur ein Durchgang nach hinten. Naja gut, hier liegt noch ein Amulett. Das kann nicht wirklich was, glaube ich. Weiß nicht mehr. Ah genau, Amulett der Kraft war das Stärke plus 10 oder 20. Interessantes. Der Drache liegt noch hier. Warum auch immer der noch hier liegt, keine Ahnung. Normalerweise verschwinden die Gegner nach einer Weile, wenn sie eine Weile rumliegen. Vielleicht kann ich dem ja, wenn ich irgendwas lerne, noch was abnehmen oder so, keine Ahnung. Ihr habt vielleicht vorhin schon gesehen, auf dem oder in dem Durchgang habe ich ein bisschen Sumpfkraut gefunden. Hier war auch noch ein bisschen was. Das kann ich nochmal in der Erweiterung Fortuna bringen, für noch ein bisschen mehr Erfahrung. Nun gut, Sumpf soweit erledigt. Ich versuche hier noch ein paar Orks zu beseitigen, zusammen mit Biff. Funktioniert nicht wirklich gut, weil alle kommen, aber ich habe es dann geschafft, hier zwei separat auszuziehen. Und naja, das hat mir fürs Erste tatsächlich erstmal gereicht. Das Problem ist nämlich wieder, wie bei den Drachensnappern später auch, dass Biff einfach hinrennt, sobald ich einen angreife und die dann alle herlockt, wenn er da vorne ist. Und deswegen werde ich jetzt Biff einfach mal los und heil mich, indem ich hier einfach bei Cavalons Hütte eine Runde übernachte. Schau mich hier oben noch ein bisschen um. Ah, hier ist aber nicht wirklich was. Und dann nehme ich diesen etwas unorthodoxen Weg in Richtung Orkgebiet. Genau, hier ist der See. Hinter mir ist das Orkgebiet, vor mir ist das Banditenlager vom letzten Mal. Und dann können wir da runter. Und hier ist ein Troll. Ich weiß nicht, ob man den sieht im Schnellvorlauf. Aber da ist ein Troll. Ja, da ist ein Troll, genau. Ignoriere den Troll einfach. Ich habe es auch getan. Denn ich habe zurzeit einfach noch keine Chance, gegen Trolle zu bestehen. Genauso wenig wie gegen mehrere Orks auf einmal. Deswegen muss ich das Ganze hier nochmal von vorne machen. Komm von der anderen Seite her. Das sind genau dieselben Orks wie eben, nur halt von der anderen Seite. Und ja, klappt auch nicht so gut, aber das Schöne ist ja, ich habe Cavalons Hütte direkt nebenan. Und guck mal, hier sind noch ein paar Dunkelpilze. Hey, die nehme ich gleich mit und esse sie, weil ich es kann. So, das ist genau, wie gesagt, das Schöne ist, hier ist Cavalons Hütte, obendrauf ist irgendwie nichts, aber hier liegt noch was, ein Heilkraut. Und ja, da die Hütte ist, kann ich da immer wieder hin und zurück und einfach übernachten oder schlafen. Ja. Problem ist, leider habe ich hier nicht gespeichert und deswegen muss ich hier alles nochmal von vorne machen. Naja gut, gibt glaube ich Schlimmeres. Das Einzige, was ich jetzt dadurch effektiv verloren habe, ist, dass ich zu weit weg bin von dem einen Ork, den ich umgelegt habe. Und deswegen kriege ich von dem nicht mehr das, was er dabei hat. Naja gut, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Hauptsache ich überlebe und komme dadurch und kriege die Erfahrung. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Mir geht es ja zurzeit eigentlich hauptsächlich um die Erfahrung und um Mana und so. Und deswegen bin ich da relativ entspannt, was das angeht. Ich habe immerhin seine Axt, die kann ich für ein bisschen Gold noch verkaufen. Die bringt wahrscheinlich eher mehr Gold, als er selber dabei hatte. Von daher, ja, das war gerade Feuerpfeil, das ich auf den Waag gemacht habe, weil mein Mana zu Ende ging. Aber ich habe festgestellt, das kann ich ja auch noch machen, das kostet nur 5 Mana. Genau, in der Truhe ist übrigens ein Gehstock, den habe ich beim ersten Mal zwar mitgenommen, als ich von da hinten vom See kam, aber jetzt beim zweiten Mal habe ich den liegen gelassen. Ansonsten waren da noch ein paar Pilze bei den Orks und beim Troll, die futter ich hier. Und aber um das Mana aufzufüllen, spare ich mir die Tränke und schlaf lieber eine Runde bei Cavalons Hütte, weil, wie gesagt, hier in der sechsfachen Geschwindigkeit geht das ja schnell wieder hin und zurücklaufen. Also währenddessen beim Spielen hat es ein bisschen länger gedauert, aber euch kann das ja egal sein, denn ne, ihr habt ja die sechsfache Geschwindigkeit. So, hier bin ich ein bisschen verschwenderischer mit dem Mana. Und ein Skelett, ein Snapper und da ist eine Horde von Snappern. Und das Problem ist, ihr werdet es gleich sehen, in dieser Folge geht es um Snapper hauptsächlich.
Oder es ist ein großes Thema. Oder war es letztes Mal? Ha. Ne, das war letztes Mal, stimmt. War es letztes Mal? Ja, es war letztes Mal. Oder letztes Mal waren die Snapper. Genau, letztes Mal waren die Snapper. Richtig. Ich Depp. Haha. Wie auch immer, hier sind wieder Snapper. Und so richtig klappen will das nicht mit der großen Gruppe wieder. Wenn es allein die Snapper wären oder allein die Drachensnapper, hätte ich ja weniger Probleme, weil ich ja. Also mit Snappern selber komme ich zurecht, wisst ihr ja. Drachensnapper könnte ich einfrieren. Aber beide zusammen ist dann halt dann doch ein bisschen zu viel Action und zu viel, was mich hauen kann, während ich zaubere. Zu viel, wo der Zauber aus Versehen einen Snapper treffen kann, statt einen Drachensnapper. Deswegen habe ich hier zwar einige umgelegt, aber nicht alle. Und versuche von der anderen Seite her. Und wie ihr seht, da sind noch drei Drachensnapper. Einen davon lege ich um, einen friere ich ein, lock den dritten ein bisschen weg. Und dann ist mein Mana auch schon wieder fast leer. Und dann vielleicht gerade so viel, dass es reicht, den letzten nochmal einzufrieren und zu blitzen. Und das letzte bisschen kann ich ihm mit der Nahkampfwaffe geben. Und dann ist auch der letzte Drachensnapper hier weg. Hier liegt eine Spruchrolle, Verwandlung in Snapper. Es gibt ein paar Pilze. Die esse ich natürlich gleich. Gut, ein paar Pflanzen, nochmal mehr Pilze. Ja, ich schaue mich hier um. Noch mehr Skelette und vor allem. Es sieht aus wie ein Schattenläufer. Aber wenn ihr hinschaut, es sieht untot aus. Und ihr werdet gleich sehen, was das ist. Jetzt haue ich aber erstmal dem Skelett im Nahkampf die Knochen von den Knochen oder so. Keine Ahnung. Futter ein paar Pilze. Bringt leider kein Mana. Spoiler, ich werde nicht genug Pilze finden. Zumindest nicht in dieser Folge. Um Mana zu kriegen. Und ihr habt gerade gesehen, es ist kurz aufgeleuchtet. Ein Schattenläufer-Skelett ist das. Ich war ein bisschen nervös, ob ich das wirklich besiegen kann. Deswegen gehe ich erstmal zurück, nehme den anderen Weg außenrum um diese Anhöhe. Damit ich da nochmal schauen kann, ob es hier irgendwas gibt. Aber nee, da war nichts. Ja, also erstmal eine Runde schlafen. Ich gucke vorm Schlafen immer auf die Uhr, denn ich schlafe, wenn es Nachmittag ist, dann schlafe ich bis zum nächsten Morgen. Aber wenn es noch Vormittag ist, dann schlafe ich nur bis mittags. Weil ich finde es zwar nicht wirklich so wichtig, welcher Tag im Spiel ist, aber ich versuche trotzdem mit möglichst wenig Ingame-Zeit hier irgendwie durchzukommen. Dieser dämliche Suchende, der hat mich im letzten Moment, im allerletzten Moment mit einem Feuerball gekriegt, gerade als ich ihn einfrieren wollte. Hätte ich mich vorher geheilt, wäre es nicht passiert. Jetzt ist es mir aber zu blöd, da zurückzulaufen, deswegen heile ich mich so. Schluck ein paar Tränke, ist mir egal, verschwende ich halt ein bisschen was und dann ärgere ich mich, dass hier der eine Blitz daneben geht. Aber nochmal überrascht mich der Suchende hier nicht, denn diesmal bin ich vorbereitet. So sieht's nämlich aus. So, hier gibt's eine Rune. Ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Ich hab's nicht wirklich rausgefunden. Von daher, ich kann es gerne nachschauen nochmal, wenn ihr es wissen wollt, kann ich mir das Video nochmal im Detail anschauen. Bild für Bild und schauen, was darauf abgezeichnet ist. Aber jetzt, es ist nicht wirklich wichtig. Also es ist nichts, was ich irgendwie, wo ich gedacht hätte, boah, das ist neu und das brauche ich unbedingt. Es ist insbesondere nicht das, was ich suche, nämlich Monster schrumpfen oder Dämon beschwören oder zumindest Armee der Finsternis oder so. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, es war der Feuersturm oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe kurz darunter in die Höhle geguckt, da sind Skelette. Ohne Mana will ich da nicht rein. Deswegen mache ich mein Mana vorher voll und ihr habt gesehen, der Magier hat mich fast eingefroren. Zum Glück bin ich da rausgerannt und konnte mich hinter der Säule verstecken. Und kann hier erstmal alles gemütlich durchsuchen. So, die Bücher lese ich mir durch. Gibt es nichts Neues, nichts Interessantes. Hier ist noch ein Gehstock. Also mir scheint, hier war wohl ein alter Mann, der hier seine Gehstöcke deponiert hat in der Umgebung. Wer auch immer das gewesen sein mag, ich weiß es nicht. Xardas wäre naheliegend, denn der hat ja einen Turm hier in der Nähe. So, dann schauen wir mal von oben her. Komme ich auch nur bis zu den Drachensnappern, die habe ich auch schon von unten versucht zu besiegen. Ich weiß nicht, ob es diesmal klappt, aber es sind so viele, dass ich es ehrlich gesagt gar nicht versuchen will. Es gibt noch genug andere Erfahrungsquellen für mich. Deswegen nehme ich hier die Abkürzung durch den See. Wieder zurück zu Kavaloren. Hol mir das Unkraut nochmal, das ich ja nicht genommen habe, weil ich wieder geladen habe, nachdem ich es geholt hatte.
damit ich das wieder zu Fortuna bringen kann. Hey, 10 Erfahrungspunkte, ne? 10 Erfahrungspunkte sind 10 Erfahrungspunkte, da sage ich nicht nein zu. So, und stattdessen gehe ich jetzt mal zu diesem Schattenläufer-Skelett. Und schau mal, wie weit ich da komme. Und ihr seht, das war gar nicht so schwer. Gibt 400 Erfahrungspunkte. Hier sind 7 niedrige, 50 Bolzen, die sind immerhin 50 Gold wert. Noch ein paar Pilze. Die nehme ich gerne auch mit und futter sie. Joa. Hat es gerade Mana gegeben oder bin ich blöd? Nee, das hat kein Mana gegeben. Gut. Nochmal Pilze. Gibt immer noch keinen Mana. Und dann habe ich mir gedacht, ich kletter mal da hoch. Das sieht so cool aus. Vielleicht komme ich ja irgendwo hin. Und tja, so mir nichts, dir nichts, bin ich dann plötzlich beim alten Schläfertempel gelandet aus Gothic 1, wenn ihr euch erinnert. Hier ist nämlich Gothic 1 zu Ende gegangen. Oder um genau zu sein, hier rechts hinter diesen schweren Felsen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist, dass man hier hin kann. Also während ich hier war, hat auch das Spiel so gefühlt ein bisschen geglitscht oder zumindest geruckelt. Da kann man durch die Textur durchschauen, in den Boden rein. Ich glaube, hier soll man gar nicht hin können. Wahrscheinlich habe ich da einfach einen blöden Weg erwischt, der einfach von Entwicklern nicht wirklich bedacht wurde. Aber zum Glück gibt es hier die Stufen noch, die ja auch in Gothic 1 schon da waren, um da hochzuklettern. Und ich habe hier bei, ich weiß gar nicht, wer das war, bei einem Ork oder so, habe ich Mana-Elixier gefunden, plus 5 Mana. Und das, ja, ist mir da plötzlich aufgefallen, habe ich es getrunken. So, da verkaufe ich ja erstmal wieder die ganzen Sachen, nachdem ich mich in die Burg teleportiert habe. Kauf Engor sämtliche Mana-Tränke ab, verkaufe ihm den restlichen Scheiß, der nicht Waffen sind, wie die Schatulle, einige Skelettknochen, die ganzen Felle. Mach den Lederbeutel auf. Dann habe ich wieder ein bisschen Gold. Joa, und dann schaue ich mal, wollte ich eigentlich ohne Biff nochmal zu den Orks da unten im Durchgang gehen, aber leider hat Biff mich dann doch entdeckt und kommt hinterher und deswegen habe ich dann spontan beschlossen, stattdessen mit Biff nochmal hier durchs Gebirge durchzuziehen. Erstens hier bei dem See. Witzigerweise will er hier ganz viel Gold von mir, was ich eigentlich dadurch gekriegt habe, dass ich Sachen verkauft habe. Ich weiß nicht genau warum, das scheint mir ein Bug zu sein, aber da ich Biff mitnehmen will hier zum Trainieren und mittelfristig auch auf dem Schiff zum Endgegner, habe ich hier einfach mal bezahlt, die 500 Gold. Ich dachte, vielleicht gibt es in der Höhle hier was Neues, aber nö, es gibt keine neuen Minecrawler. Stattdessen gibt es hier noch mehr Drachensnapper und ja, ich habe es hier tatsächlich noch ein paar Mal versucht. Aber ihr seht, oder wie ihr gleich sehen werdet, erstmal friere ich Biff ein, was ziemlich blöd ist, dann versuche ich es mit allen möglichen Einfriertaktiken. Dann habe ich eine witzige Idee. Biff nochmal einfrieren, nö, das funktioniert natürlich nicht. Ne, ich habe eine witzige Idee und zwar habe ich doch Snapperkraut. Meine Idee war, vielleicht wenn ich schnell werde, kann ich Biff schnell genug weglocken, bevor er den Snapper, den ich anlocke, angreift und hier rennt. Aber nein, das hat auch nicht funktioniert, also tja, ne? Habe ich beschlossen, komm Biff, wir lassen die Snapper einfach mal Snapper sein. Laufen hier am Rand lang. Leider war ich zu nah am Rand. Dann hat Biff es nicht geschafft. Dann bin ich ein bisschen weiter vom Rand weg hier runter. Und das hat funktioniert. So, und dann dachte ich mir, komm Biff, wir gehen in Xardas Turm. Und zack, Biff ist weg. Hä, wo ist Biff? Wo ist Biff? Biff, wo bist du? Und da ist er wieder. Keine Ahnung, was da war. Jedenfalls ziehe ich ihn hier hoch. Ist nicht ganz so einfach, weil er immer so ein bisschen Abstand hält. Und dann lasse ich einfach mal Biff auf den Dämon los. Und wie ihr seht, hält ihm ganz gut Schaden. Deswegen hätte ich Biff hier ein bisschen bezaubern. Und er schafft es. Relativ stark angeschlagen, aber er schafft es, den Dämon zu besiegen. Und leider kann ich Dämonherz noch nicht rausnehmen. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht die Spruchrolle Dämon beschwören erzeugen. Leider. Oder Dämon beschwören. Aber immerhin weiß ich, ich kann jetzt schon zumindest einzelne Dämonen besiegen. Kann hier eine Runde pennen, bin Biff wieder los. Und ja, letzten Endes war's das für diese Folge. Ich habe, glaube ich, 53 Lernpunkte, das reicht für einiges. Und beim nächsten Mal werde ich dann drüber reden, wie ich die investiere und was ich damit alles tun kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ganz normal weitergeht bei Gothic 2. Die Nacht des Rahmen. Hier noch ein bisschen Character Sheet zum Anschauen. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.